Tief unter der Erde entdeckte einst ein großer Herrscher einen schlafenden Drachen. Der König, an dessen Namen sich heute niemand mehr erinnern kann, und sein Volk begannen bald darauf, die Pracht dieses Ungetüms anzubeten und zu seinen Ehren eine gigantische Stadt zu errichten. Sin, der schlummernde Drache, war der Mittelpunkt von Shulva. Ein riesiges Heiligtum wurde zu seinen Ehren errichtet, an dessen tiefstem Punkt der Drache ruhte. Priesterinnen besangen die schlafende Kreatur, obwohl niemand weiß, ob jemals auch nur eine einzige Strophe vom Drachen erhört wurde. Zauber und Wunder florierten in der Stadt, die Menschen schöpften aus ihrem Glauben Kraft und das Reich gedieh. Doch, wer weiß, eventuell waren sich ein paar auch über die Gefahr, die von Sin ausging, bewusst. Im Körper des Drachen lag tödliches Gift, und auch wenn die Bewohner nichts davon wussten, ein erwachter Drache könnte der Existenz der Stadt so oder so gefährlich werden. Und so wurde stark darauf geachtet, dass niemand auch nur die Gelegenheit dazu bekam, den Schlaf des Drachen zu stören. Zu einem ungewissen Zeitpunkt, vielleicht sogar vor der Errichtung Shulvas, stieß Elana auf den versunkenen König. Ein Kind der Dunkelheit, welches, wie ihre Schwestern, eine mächtige Seele suchte und sich an diese band. Und so stand Elana alsbald an der Seite des Königs von Shulva. Was auch immer ihre Ziele waren, ob sie aufrichtige Liebe für den König empfand, das Land zerstören oder gar übernehmen wollte, Sir York und seine Drakenblutritter machten ihr einen Strich durch die Rechnung. Für diese Ritter war Drachenblut heilig. Damit, so glaubten sie, könnten sie das Leben besser verstehen und ihre eigene unwichtige Existenz überschreiten. In einer Welt, die von einem scheinbar unabwendbaren Untotenfluch gezeichnet ist, sind diese Gedanken vielleicht gar nicht so abwegig. Dieser Glaube führte die Invasoren also schließlich nach Shulva, wo eine lange Schlacht zwischen den Verehrern des Drachen und den Verehrern seines Blutes entstand. Der versunkene König mobilisierte seine Truppen und die Soldaten kämpften tapfer gegen die Eindringlinge. Doch die Drakenblutritter waren gnadenlos, ihr Wille unzerbrechlich und ihre kämpferischen Fähigkeiten enorm. Sie kämpften sich bis zum Heiligtum durch und besetzten das Gebäude. Die Ritter des Heiligtums sahen sich schließlich zu drastischeren Schritten genötigt und wurden daher in einem Ritual dazu verdammt, als körperlose Hüllen auf ewig das Heiligtum gegen die Drakenblutritter zu verteidigen. Doch alle Anstrengungen waren letztendlich umsonst. Sir York gelangte zum Drachen, streckte den versunkenen König nieder und durchbohrte mit seinem Speer den Körper von Sin. Was für die Stadt, die Drakenblutritter und die Beschützer von Sin in einer Katastrophe enden sollte. Der Drache erwachte und spie das Gift aus, welches sich über die Jahre hinweg in seinem Körper gebildet hatte. Shulva wurde von einem tödlichen Regen überschwemmt und die Reinheit des Drachen wiederhergestellt. York verschwand für immer im Heiligtum, die Bewohner Shulvas wurden durch das Gift dahingerafft und die Stadt war somit verloren. Das Gift des Drachen verderbte nicht nur die Soldaten, sondern auch ihre komplette Ausrüstung. Heute wandeln sie als in Gift getränkte Untote umher und beschützen die Stadt noch immer gegen Eindringlinge. Und auch die restlichen Drakenblutritter wandeln heute als untote Hüllen in den Gängen umher. Das Heiligtum ist im Inneren stark beschädigt, die Schätze der Stadt wurden geplündert und Sin residiert nun in den Ruinen des für ihn errichteten ewigen Heiligtums. Lediglich eine Bewohnerin verweilte in der Stadt. Elana, die Untergangskönigin, singt noch immer zu Sin und bewacht den Eingang zum Drachen. Sie stellt sich dem Spieler in den Weg und beschwört im Laufe des Kampfes unter anderem eine schattenhafte Kopie des Königs Aegis, Weltstadt. Durch ihre Seele erfahren wir, dass sie für den bevorstehenden Tag der Rache Seelen sammelt. Man fragt sich, ob Elana mit am Untergang von Shulva beteiligt war. Ob sie durch ihren Gesang das Gift im Drachen brodeln ließ, oder ob Elanas Zorn denen gewidmet ist, die für den Untergang ihres Reiches und den Tod ihres Königs verantwortlich sind. Auf Yorks Ring ist das Symbol von Drangleic eingraviert. Eventuell entsandte Vendrick die Drakenblutritter, da er sich von dem Blut des Drachen eine Heilung für den Untotenfluch versprach. Oder aber Sir York und seine Anhänger waren eine abtrünnige Truppe Drangleics, die irgendwann ihren eigenen Weg ging. Wie auch immer, Elanas Tag der Rache war eventuell den Drakenblutrittern und vielleicht sogar ihrem Gebieter gewidmet. Doch dazu ist es nie gekommen.
Der Spieler, auf der Suche nach der Krone des versunkenen Königs, verirrt sich in die Kammer, in der Elana für den Drachen singt. Sofort attackiert sie den Eindringling, der sie jedoch, trotz aller Mühen, am Ende niederstreckt. Und auch der schlummernde Drache wird am Ende seinen ewigen Frieden durch die Klinge des Untoten finden. Das große Heiligtum ist im Inneren nur noch eine Ruine. Der König verteidigte den Drachen bis zum Schluss und starb an seiner Seite. Sin versprühte sein Gift über der Stadt, nachdem York ihn mit seinem Speer durchbohrte, und besiegelte damit endgültig das Schicksal des Reiches, dessen Bewohner ihn einst verehrten. Doch Drachen scheinen sich nicht um die Belange der Menschen zu kümmern. Sie sind eigensinnig, und die Entscheidung, um eine solche Kreatur herum ein Reich zu erschaffen, war vielleicht von Anfang an das Todesurteil für den versunkenen König und sein Volk.